Sound Tales Productions. Unterhaltung für die Ohren. Toby, bleib stehen! Die Straßen sind düster, leer und still. Nur die vorbeilaufenden Ratten, nach Nahrung suchend, und der knisternde Müll im Wind durchbrechen die Stille. Eine Gegend, in die es die 24-jährige Vanessa normalerweise nie verschlagen hätte. Toby, mein Kleiner, jetzt komm schon her. Sie sucht jede einzelne Ecke ab. Ihr Hund ist ihr während des Spaziergangs entlaufen. Eiskalt läuft es ihr den Rücken hinunter. In keinem der Häuser brennt Licht und die meisten Fenster sind verriegelt. Die Mülltonnen an den Straßenseiten sind umgekippt und überall verteilt. Das spärliche Licht der Laternen flackert, nur kurzzeitig ist der Weg zu erkennen. Von einer Sekunde auf die andere ist es wieder stockdüster. Toby, bitte! Sich ängstlich umschauend geht sie weiter. Auf ihrer zarten Haut bildet sich eine Gänsehaut. Plötzlich sieht sie ihn. Der kleine Cockerspaniel schlüpft durch ein Loch in einem Drahtzaun. Der Zaun umrundet den Eingang zu einem U-Bahn-Schacht. Baustelle, betreten verboten, Lebensgefahr. Diese Station ist ab November wieder geöffnet. Komm da raus! Ihr Hund läuft immer weiter hinein, bis er schließlich nicht mehr zu sehen ist. Schnell schaut sie sich um, dann quetscht sich Vanessa durch das Loch. Es ist gerade groß genug, dass sie kriechend hineinkommt. Ein Stück ihres Rockes reißt ab und bleibt am Gitter hängen. Ach, verdammt, das war mein Lieblingsrock. Toby, nun komm schon! Dann steht sie vor einer Treppe, die bedrohlich in die Tiefe führt. Die Dunkelheit, die dort herrscht und heraufdringt, scheint jeden kleinen Lichtschimmer zu verschlucken. Der immer stärker werdende Wind lässt ihr langes, braunes Haar durcheinanderwirbeln. Langsam geht sie hinunter, ängstlich schaut sie sich um. Die Lampen an der Wand flackern, ansonsten ist es totenstill. Das Bellen des Hundes lässt Vanessa aufschrecken. Sie geht weiter. Plötzlich steht sie an einem Gang mit zwei Abzweigungen. U6 führt nach links, der andere Weg, wie man einem Schild entnehmen kann, zu U9. Am Ende des einen Ganges sieht sie ihn. Mit wedelndem Schwanz steht er da. Es scheint ihm Spaß zu machen, hier in der Dunkelheit mit ihr Versteck zu spielen. Toby, das ist kein Spiel. Komm zu Frauchen. Immer wieder dreht sie sich um. War da nicht ein Geräusch? Irgendetwas ist da unten. Sie läuft los, immer schneller. Doch auch der Cockerspaniel läuft weiter. Immer weiter hinein ins dunkle Nichts. Im dumpfen, flackernden Licht kann sie kaum etwas erkennen. Die Wände sind verschmiert, Teile davon sind abgebröckelt. Am Gleis bleibt sie stehen. Einige Schaufeln und Spaten stehen an der Wand gelehnt. Da ist er. Toby kramt in einem Mülleimer. Mein Schatz, was machst du denn für Sachen? Sie bückt sich, um ihn durch sein weiches Fell zu streicheln. Plötzlich wird Vanessa von einem Geräusch aufgeschreckt und dreht sich um. Das Geräusch ähnelt dem Schleifen eines metallischen Gegenstandes auf dem rauen Boden. Hallo? Ist da jemand? Dies ist das Einzige, was sie hervorbringt. Ihre Stimme zittert, ihre Hände werden nass und kalt. Da ist es wieder, das Geräusch. Es wird immer lauter. Plötzlich sieht sie im schwachen Licht der Neonlampe einen Schatten, der unaufhaltsam auf sie zukommt. Vor lauter Angst kann sich Vanessa nicht bewegen. Als sie sich von ihrer Starrheit zu befreien versucht, sieht sie die Gestalt. Sie ist in einen großen, schwarzen Umhang gehüllt. Es ist ein dumpfes Atmen der Gestalt zu vernehmen. In der Hand hält die Person einen Spaten, der wohl das vorher vernommene Geräusch verursacht hat. Was wollen Sie von mir? Lassen Sie mich in Ruhe! Vanessa stolpert einige Schritte zurück. Toby beginnt zu bellen, doch das scheint die Gestalt nicht zu interessieren. Sie geht weiter auf die ängstliche Frau zu. Vanessa stößt an die Wand, sie kann nicht mehr weiter.
Die Gestalt kommt auf sie zu und ist ganz nah bei ihr. Sie kann schon den Atem spüren. Dann holt die Gestalt mit dem Spaten aus und trifft Vanessa am Kopf. Die Gestalt schlägt noch einmal zu. Immer und immer wieder. Bloody Weekend. Ein Hörspiel nach einer Idee und einem Skript von Daniel Abendthum und Florian Lichtenstern. Produziert von Soundtales Productions im Jahre 2010. Eine Woche später. Alex Fuller steht mit einem Stapel Briefe in der Tür und sortiert diese. Ist doch etwas für mich dabei? Lächelnd zwinkert er seiner Frau Rachel zu und drückt ihr einen blauen Umschlag in die Hand. Die anderen sind Rechnungen. Rachel setzt sich an den Küchentisch zu ihrer kleinen Tochter Ellen, die die Tischdecke gerade mit Babybrei vollkleckert. Erwartungsvoll öffnet Rachel den Brief mit einem Messer und zieht ein weißes Schreiben heraus. Sie faltet es auseinander und liest den mit roten Rosen verzierten Text. Liebe Rachel, 10 Jahre sind nun vergangen, seitdem wir unseren Abschluss auf der Middlewater High School gemacht haben. Zu diesem Jubiläum möchte ich dich zu einem Treffen unserer ehemaligen Klasse einladen. Dazu habe ich alle unsere Mitschüler eingeladen und würde mich auch über dein Kommen freuen. Ich habe das Landhaus meines Großvaters geerbt, in dem wir uns am Wochenende vom 15. bis 17. Juni gemeinsam treffen wollen. Begleitpersonen sind nicht eingeladen, da uns der Platz leider fehlt. Eine Straßenkarte liegt anbei. Sag mir doch bitte vorweg Bescheid, ob du kommen kannst. Ich würde mich sehr freuen. Dein Robert Bradshaw. 0175-466-312998. Schatz, was steht denn drin? Alex steht im Wohnzimmer, in dem ihr gemeinsamer Sohn gerade eine Zeichentrickserie auf einem bekannten Trickfilmkanal ansieht. Begeistert erzählt sie Alex von dem geplanten Treffen. Das Lächeln verschwindet sofort aus seinem Gesicht. Aber wer soll sich denn dann um unsere 2 Kleinen kümmern? Windeln wechseln, baden, kochen. Wie soll ich das denn alles noch neben dem Arbeiten schaffen? Kaum hat er den Satz zu Ende gesprochen, steht Rachel schon in ihrem Schlafzimmer und beginnt Klamotten und Accessoires in einen rotbraunen Koffer zu packen. Das bisschen Arbeit wirst du schon hinbekommen. Ich schaffe das schließlich auch. Damit versucht Rachel ihren Mann zu überzeugen. Dazu setzt sie ein reizendes Lächeln auf. Plötzlich werden die beiden durch ein lautes Klirren aufgeschreckt. Sofort laufen sie die Treppe hinunter ins Erdgeschoss. Tommy sitzt auf dem Boden. Neben ihm die Scherben einer zerbrochenen Vase. Das bisschen Arbeit. Heute ist Freitag, der 15. Juni. Das riesige eiserne Tor öffnet sich, um die Gäste einzulassen, die nacheinander über einen langen Pfad auf das große Gelände des Anwesens fahren, das im Besitz von Robert Bradshaw ist. Hinter dem Tor eröffnet sich ein großes und weitflächiges Grundstück. Es ist mit einem großen metallenen Zaun umrundet, der einen gewissen Schutz bietet. Ungefähr in der Mitte der Fläche befindet sich das schöne und rustikale Landhaus, auf das die ehemaligen Klassenmitglieder eingeladen wurden. Außen herum wurden große Blumenbeete angelegt und viele Eichen eingepflanzt. Der Garten ist prächtig anzusehen. Die Blumen sind in voller Blüte und die Bäume ragen majestätisch über den Besuchern.
Robert Bradshaw, der Veranstalter dieses Treffens, begrüßt gerade die bereits angekommenen Jerry Mills, Kate Morton, Veronica Descher, Rachel Fuller, Matthew Roderick, Stephen Carter und Andy Nicholson. Herzlich willkommen auf Birdwell House. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Die anderen werden sicher auch bald eintreffen, wobei ich leider auch einige Absagen bekommen habe. Mein Butler James wird euch auf eure Zimmer bringen und dann treffen wir uns in der Eingangshalle, um auf die restlichen Gäste zu warten. Sehr wohl, Mr. Bradshaw. Bitte, folgen Sie mir. Die einzelnen Gäste begeben sich von ihren Zimmern zurück in die Eingangshalle. Dort stoßen Veronica Descher und Rachel Fuller zusammen. Hallo Veronica. Oh, bitte nerv mich jetzt nicht, das kann ich wirklich nicht gebrauchen. Veronica Descher wirft Rachel Fuller einen abstoßenden, bösen Blick zu. Dann drückt sich Veronica an der überraschten Frau vorbei und geht zu Robert Bradshaw. Vielen Dank übrigens für die Einladung. Plötzlich öffnet sich die große Eingangstür und ein junger Mann mit Brille betritt den Raum. Hallo Russell, schön, dass du auch gekommen bist. Der sieht ja immer noch so scheiße aus. Erst jetzt sehen die anderen, dass hinter Russell noch jemand den Raum betritt. Hallo, wie schön, euch wiederzusehen. Den Männern bleibt der Mund offen stehen. Aber auch die weiblichen Gäste scheinen von der jungen Frau überrascht zu sein. Sie hat langes, blondes Haar, ist schlank und sieht sehr attraktiv aus. Wer ist denn die scharfe Braut? Darf ich fragen, wer Sie sind? Ich dachte mir schon, dass ihr mich nicht erkennt. Seit unserer Highschool-Zeit habe ich mich sehr verändert. Aber ihr seht tatsächlich noch so aus, wie ich euch in Erinnerung habe. Oh, Gabrielle, sag bloß, du bist das. Red keinen Schwachsinn, Mann. Das ist doch niemals im Leben die dicke Gabi. Steven hat recht. Ich bin Gabrielle. Gabrielle Parker. Überrascht schauen sie ihre ehemaligen Mitschüler an. Gabrielle Parker war zu Schulzeiten eine etwas dicke Jugendliche mit langen, fettigen, braunen Haaren. Ihre positive Veränderung lässt allen den Mund offen stehen. Beim Abendessen können wir uns ja mehr voneinander erzählen. Butler James bereitet es gerade zu. Ihr könnt ja derweil eure Sachen auspacken. Jerry Mills starrt zu Kate Morton hinüber, bevor er die Treppe hinauf zu den Zimmern geht. Sie erwiderte seinen Blick mit feurigen Augen. Noch am selben Abend treffen sich die ehemaligen Klassenkameraden im großen Speisesaal des Landhauses. Inmitten des Zimmers steht ein großer sperriger Tisch aus dunklem Eichenholz. An den Wänden hängen die Geweihe von zwei Hirschen, die Roberts Großvater als Trophäen seiner Jagdkünste dienten. Während die 10 jungen Frauen und Männer an dem Tisch Platz nehmen, bereitet der Butler James in der Küche eine Platte mit den verschiedensten Speisen und kulinarischen Köstlichkeiten zu. Und, wie gefällt euch das Haus? Ein wahres Traumhaus, oder? Es gehörte meinem Großvater. Du hast recht. Das Haus ist wundervoll. Ein Traum. Die Zimmer sind großartig und die Betten richtig angenehm. Das können wir später noch richtig austesten, ob die Betten wirklich so bequem sind. Das ist Jerry Mills. Auf der Highschool waren Kate Morton und er ein Paar. Doch durch seine vielen Affären hatten sie sich kurz darauf wieder getrennt. Läuft da etwa noch was bei euch beiden? Nein, natürlich nicht. Und du, Jerry, brauchst gar nicht glauben, dass ich sofort wieder mit dir in die Kiste springe. Ach komm schon, Kate. Du konntest mir doch früher auch schon nicht widerstehen. Oder bist du etwa verheiratet? Nein, das nicht. Na, da siehst du's. Wir beide sind eben füreinander bestimmt. Wie wär's, wenn wir einfach mal aus unserem Leben erzählen, was sich seit der Highschool alles verändert hat? Ach, wie schön, ist ja wie im Kindergarten. Aber, naja, okay, ich fang mal an. Also, nach der Highschool habe ich meine Ausbildung zum Mechatroniker gemacht. Hab da auch meine Freundin Jane kennengelernt. Naja, okay, wir sind inzwischen schon wieder geschieden. Bin auch ganz froh, dass ich diese Hexe nochmal losgeworden bin. Das ist Matthew Roderick. Schon in der Highschool war er ein Junge, der durch seine lustige und offene Art bei allen beliebt war. Er hatte eine Anführerposition übernommen. Ach, ja, ich bin im Moment ebenfalls Single. Vor etwa einem halben Jahr habe ich mich von meiner Freundin getrennt. Aber was euch viel mehr interessieren wird, ich habe meinen eigenen Radiosender. Hit Radio 4.0. Wahnsinn. Und das ist dein Radiosender?
Aber so überraschend ist das nicht. Schließlich hattest du ja schon auf der Highschool einen Supersender. Genau, den Highschool-internen Radiosender. Als wir unseren Abschluss gemacht hatten, habe ich mich bei einigen verschiedenen Sendern beworben. Und es hat tatsächlich geklappt. Anfangs hatte ich dort nur simple Aufgaben wie die Nachrichten zu moderieren, doch inzwischen bin ich schon der leitende Kanalchef. Andy Nicholson, der Afrikaner, hatte zu Highschool-Zeiten oft Probleme, da er von Mitschülern rassistisch angegangen wurde. Erst als er den Radiosender der Schule übernahm, haben ihn viele Mitschüler mit anderen Augen gesehen. Nach der Highschool habe ich in der Stadt einen Dessous-Laden eröffnet. Ich verkaufe dort verschiedenste Reizwäsche. Sachen, die du, Russell, wohl noch nie an einer Frau gesehen hast. Darauf hatte er nur gewartet. Russell O'Connor. Der junge Mann war zu Schulzeiten sehr dick und durch seine starke Akne gestraft. Die Mitschüler haben gar nicht erst versucht, ihre Abneigung ihm gegenüber zu verstecken. Eher im Gegenteil. Er wurde stets beleidigt und geschlagen. Inzwischen hat er zwar abgenommen, doch durch seine dicke Brille wirkt er immer noch wie ein Streber und wird weiterhin als Zielscheibe genutzt. Lass Russell doch in Ruhe, Veronica. Warum bist du zu allen Leuten nur so unverschämt, die nicht in dein Weltbild passen? Ich habe oft genug erleben müssen, was für ein Biest du sein kannst. Veronica scheint über Gabriels Worte sehr überrascht zu sein. Gabriel Parker war in der Highschool sehr dick gewesen. Ihre braunen Haare und ihre Haut waren deshalb auch oft sehr unrein. Was zur Folge hatte, dass sie ebenso wie Russell oft beleidigt wurde. Keiner hatte zu ihr gehalten, niemand aus der Klasse hatte zu ihr gestanden, bis auf Steven. Doch aus diesem schüchternen Mädchen wurde eine wunderschöne junge Frau. Den Männern blieb bei ihrem Aussehen heute der Mund offen stehen. Sie hatte eine Traumfigur, sehr schlank und attraktiv. Aus ihren braunen, fettigen Haaren wurde eine erotische, blonde Frisur. Nach der Highschool habe ich angefangen, mich mehr um mich und meinen Körper zu kümmern. Ich habe eine strenge Diät gemacht, habe mit Sport angefangen und auch mein Styling und meine Frisur verändert. Ach, du bist wirklich bildhübsch, Gabriel. Steven Carter hatte schon in der Schule zu Gabriel gehalten. Obwohl er selbst ein sehr beliebter, aber ruhiger Schüler war, hatte er es nie mit ansehen können, wie Gabriel gemobbt wurde. Gabriel wirft ihm ein sehr anreizendes Lächeln zu. Danke, Steven. Ich habe seitdem auch bei vielen Amateurfilmen mitgespielt. Kleinere Produktionen zwar, aber das macht mir sehr viel Spaß. Mein Traum ist es, einmal eine große Schauspielerin zu werden. Das ist ja ein Zufall. Ich bin seit 2 Jahren auf einer Schauspielschule. Auch ich möchte später einmal professionell in Filmen mitspielen. Veronica verdrehte die Augen. Sie hatte es nie leiden können, wenn sie nicht im Mittelpunkt stand. Und noch heute hasst sie es, wenn jemand interessanter ist als sie. Vielleicht sieht man euch beide einmal zusammen in einem Kinofilm. Schon interessant, was aus euch so geworden ist. Aber auch ich habe mich nach der Highschool sehr verändert. Ich bin in das Anwaltsgeschäft meines Vaters mit eingestiegen. Seitdem läuft es beruflich bombastisch für mich. Wer hätte das gedacht? Damals hättest du fast deinen Abschluss nicht bestanden und jetzt bist du wohl der erfolgreichste von uns. Fast schon grotesk. Robert Bradshaw war in der Highschool ein lässiger Typ, der sich oftmals mit Lehrern angelegt hatte, doch der Erfolg bei den Noten hatte gefehlt. Jerry Mills war ein ähnlicher Typ gewesen, ein Gigolo, der öfter die Freundin getauscht hatte als seine Unterwäsche. Durch seine coole Art sind viele Mädchen auf ihn abgefahren, so auch Kate Morton. Die beiden hatten ein Verhältnis, das sich jedoch schnell aufgelöst hatte. Kate war bei vielen Jungs beliebt. Sie war schon immer eine rassige Schönheit. Durch ihre langen schwarzen Haare und ihre attraktiven Ausstrahlung war sie der Traum vieler Jungen. Ich arbeite im Moment als Krankenschwester, schreibe aber nächsten Monat meine Doktorarbeit. Ich kann ja heute Abend auf dein Zimmer kommen, Kate. Dann kannst du mir zeigen, was Krankenschwestern alles so drauf haben. Das hättest du wohl gerne. Vielleicht musst du mich ja verarzten. Der Flirt wurde von Butler James unterbrochen. Der ältere Mann trug 2 große Tabletts zu den Tischen. Darauf befinden sich die unterschiedlichsten Speisen. Kaviarhäppchen, Salatbouquet, Braten, Antipasti. Das sieht ja lecker aus. Wahnsinn. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Danke. Das sieht ja total köstlich aus. Ach, entschuldigen Sie, Master Bradshaw. Ich müsste dann noch mal kurz weg und etwas besorgen. Reicht es Ihnen, wenn ich in 2 Stunden zurück bin? Kein Problem, James. Fahren Sie ruhig.
Wir werden uns später sowieso in das Kaminzimmer zurückziehen. Rachel, du hast uns noch gar nicht erzählt, was sich bei dir alles seit der Highschool getan hat. Als erstes sollte ich euch vielleicht verraten, dass ich nicht bei Rachel Cunningham, sondern Rachel Fuller heiße. Veronica bleibt dabei vor Schreck der Mund offen stehen. Ich habe Alex geheiratet und wir haben auch zwei kleine Kinder zusammen. Ich fasse es nicht, dass Alex bei dir bleiben konnte. Du bist doch nichts als eine billige Schlampe. Veronica war in der Highschool mit Alex Fuller zusammen gewesen. Als die beiden eine schwierige Zeit durchlebten, hat sich Alex in Rachel verliebt und seitdem sind die beiden ein Ehepaar. Veronica, die einst einmal eine gute Freundin von Rachel war, hat seitdem kaum ein Wort mit ihr gesprochen. Du hast mir Alex ausgespannt. Wir hätten zusammengehört. Du hast sie mir weggenommen. Du weißt genau, dass das nicht stimmt. Alex hat sich für mich entschieden. Ich habe ihn dir nicht weggenommen. Ihr wart zu dem Zeitpunkt nicht mal zusammen. Du bist doch nichts als eine billige Nutte. Veronica knallt die Gabel auf den Tisch und geht daraufhin wütend zur Tür. Bevor sie den Raum verlässt, wirft sie Rachel noch einen bösen Blick zu und murmelt etwas, das für die anderen kaum noch hörbar ist. Nachdem Veronica wütend das Zimmer verlassen hatte, sank die Stimmung bei den ehemaligen Klassenmitgliedern auf den Tiefpunkt. Wie oft hat es Streit zwischen Veronica und Rachel gegeben, dennoch hatten sie gehofft, dass dieses Wochenende friedlich verlaufen würde. Inzwischen haben sich Robert Bradshaw, der Veranstalter des Klassentreffens, Rachel Fuller und Andy Nicholson ins Kaminzimmer zurückgezogen. Die anderen haben sich entweder auf ihre Zimmer begeben, um sich frisch zu machen, oder wollen sich ungestört unterhalten. So auch Kate Morton und Jerry Mills. Das Ex-Pärchen hat nach dem Abendessen angekündigt, ein wenig auf dem großen Grundstück des Anwesens umherzuschlendern. Es ist so schön, alle einmal wiederzusehen. Die Highschool-Zeit war mit das Schönste in meinem Leben. Da hast du recht. Vor allem, weil ich dich dort kennengelernt habe. Ich war so ein Idiot, dass ich nicht gesehen habe, wie viel du mir bedeutest. Es ist dunkel. Der große Garten wird nur durch die Lichter des Landhauses erleuchtet. Links und rechts von Kate und Jerry befinden sich wunderschöne Rosenbeete. Ein sehr romantischer Fleck, auf dem sich die beiden dort befinden. Ich musste in den letzten 10 Jahren auch oft an dich denken. Du weißt, dass ich dich geliebt habe. Aber wenn ich dir wirklich so viel bedeutet habe, wie du sagst, wieso hast du mich dann immer wieder betrogen? Das war die Vergangenheit. Was zählt ist hier und jetzt. Das sind wir beide. Jerry schaut Kate tief in die Augen. Diesen Blick war sie nicht nur einmal verfallen. Er nähert sich ihr vorsichtig und küsst sie zärtlich auf den Mund. Kate möchte ausweichen, doch sie kann es nicht. Es ist die Art, wie er sie ansieht, wie er sie berührt. Sie erwidert den Kuss. Zärtlich berührt sie mit ihren Lippen seine. Wie sehr habe ich das vermisst. Leidenschaftlich küssend gehen Kate und Jerry zur Scheune, die sich ebenfalls auf dem Grundstück befindet. Langsam knöpft Jerry die weiße Bluse von Kate auf. Sie zieht ihm sein Shirt aus. Jerry tastet nach dem Verschluss ihres BHs. Bist du sicher, dass du es auch wirklich willst? Ich war mir noch nie so sicher wie jetzt. Jerry öffnet Kates BH. Er küsst sanft ihre Brüste, ihren Hals, ihre Ohrläppchen. Plötzlich werden die beiden durch ein Geräusch aufgeschreckt. Es ist ein Knacksen, als würde sich jemand dem alten Holzschuppen nähern, in dem die beiden gerade ihr Liebesspiel begonnen haben. Hast du das gehört? Das ist bestimmt Russell, der Spanner. Der hat noch nie eine so schöne Frau nackt gesehen. Bestimmt sitzt er irgendwo und starrt dir auf deine Rundungen. Ich finde das gar nicht lustig. Bitte schau doch nach. Ach komm schon, Kate. Hier drin sieht uns doch keiner. Ich fühle mich aber nicht wohl, wenn ich weiß, dass wir belauscht oder sogar gesehen werden. Wir haben so lange drauf warten müssen, da wirst du doch noch ein paar Minuten länger durchhalten können. Jerry Mills zieht sich schnell seine Hose wieder an und geht oben ohne aus dem Schuppen, um nachzusehen, ob sich dort wirklich jemand befindet.
Vorsichtig schaut er um den Schuppen herum. Kate Morton hält sich ihre Bluse vor die nackten Brüste. Jerry? Wo bleibst du? Doch Jerry hat sich inzwischen ein Stück vom Schuppen entfernt. Er hat niemanden in der Nähe gesehen und schaut nun auch bei den Beeten. Derweilen wartet Kate Morton immer noch in der dunklen Scheune. Eine Gestalt ist in die Tür getreten. Sie trägt einen schwarzen Umhang, der an eine Kutte erinnert. Ihr Antlitz ist unheimlich. Nicht ein normales, menschliches Gesicht ist zu sehen, sondern nur eine Schweinemaske. Durch die Dunkelheit sind die Augen nicht zu erkennen. Die Maske weist keine Öffnung für den Mund auf, dennoch kann man das Atmen der Gestalt gedämpft vernehmen. An der Seite hängen lange, schwarze Haare herunter. Sehr lustig. Was soll der Schwachsinn, Jerry? Ich dachte, du meinst es ernst, aber was sollen diese dummen Spielchen? Langsam geht die Gestalt auf Kate zu. Sie bekommt ein mulmiges Gefühl. Bitte lass das, Jerry, du machst mir Angst. Doch die vermummte Gestalt scheint das nicht zu beeindrucken. Ohne jegliche Reaktion geht sie langsam auf Kate zu. Da sieht Kate das Messer in der Hand der Gestalt. Es hat eine lange, scharfe Schneide. Wer sind Sie? Nein. Jerry wird von dem Schrei aufgeschreckt. Sofort läuft er zum Schuppen zurück, doch was er dort sieht, verpasst ihm eine Gänsehaut. Er kann nicht mehr ruhig atmen, es läuft ihm eiskalt den Rücken hinunter. Am Boden vor ihm liegt Kate. Ihre Kehle ist aufgeschlitzt, ein langer Schnitt über den kompletten Hals. Auf dem dunklen, dreckigen Holzboden hat sich eine Blutlache gebildet. Neben ihrer Leiche kniet eine Gestalt mit einem schwarzen Umhang. Jerry sieht sie nur von hinten, kann aber das Aufblitzen des Messers sehen. Kate? Kate, was ist mit dir? Wer sind Sie? Jerry stolpert langsam zurück. Er kann den Blick nicht von der großen Schneide abwenden. Was haben Sie mit Kate gemacht? Bei dem letzten Satz stockt Jerry der Atem. Es hätte so schön zwischen den beiden werden können, wenn Kate nun nicht tot am Boden in ihrem eigenen Blut liegen würde. Jerry kann keinen klaren Gedanken fassen und starrt völlig bewegungslos auf den Leichnam von Kate. Langsam geht die Gestalt auf Jerry zu, das Messer drohend in der Hand. Erst jetzt erwacht Jerry aus seiner Starre und begreift, dass er in Lebensgefahr schwebt. Er läuft durch den Garten, vorbei an den dornigen Rosen, dem Gestrüpp und den dichten Büschen. Nun beginnt auch die vermummte Person zu laufen. Das Messer, bedrohlich ausgestreckt, läuft sie dem ängstlichen jungen Mann nach. Lassen Sie mich in Ruhe! Jerry erreicht den Eingang des großen Grundstückes. Nervös und ängstlich läuft er nicht in die Richtung des Hauses, sondern auf den Zaun zu. Die Gestalt ist ihm dicht auf den Fersen. Er muss nur noch den großen Eisenzaun überqueren. Dann ist er auf der Straße und in Sicherheit. Er läuft auf den Zaun zu und umfasst die ersten Stangen. Kaum berührt Jerry Mills die ersten Stangen des großen Zauns, durchzucken starke Stromschläge seinen Körper. Ihm tritt Blut aus dem Mund. Die Stromschläge erreichen sein Herz und dieses setzt aus. Er ist tot. Sein Oberkörper kippt nach vorn und er fällt zur Seite. Die Gestalt entfernt sich mit sicheren Schritten. Jerry Mills Schrei ist im ganzen Haus zu hören. Auch bei Rachel Fuller, Andy Nicholson und Robert Bradshaw, die zu diesem Zeitpunkt im Kaminzimmer sitzen. Habt ihr das gehört? War das nicht Jerry? Ja, ich denke schon. Da muss was passiert sein. Das kam von draußen. Lass uns schnell nachsehen. Schnell laufen die drei nach draußen. Sie sind die Ersten, die ankommen. Rachel hält sich die Hand vor dem Mund. Sie kann es nicht glauben. Andy und Robert stockt der Atem.
Am Fuße des Zauns vor ihnen liegt Jerry Mills. Seine Kleidung ist schwarz verkohlt. Sein Gesicht und seine Gliedmaßen weisen schlimme, dunkelrot verfärbte Verbrennungen auf. Der leblose Körper blutet aus den Augen, der Nase, dem Mund und den Ohren. Auf dem kalten Steinboden hat sich eine große rote Lache gebildet. Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Inzwischen sind auch die anderen dazugekommen. Matthew Roderick, Stephen Carter, Russell O'Connor und Gabrielle Parker. Auch sie sind schockiert bei dem Anblick. Was ist denn passiert? Ich weiß es nicht. Wir sind auch erst gekommen, als er so am Boden lag. Aber so wie es aussieht, hat er einen Stromschlag bekommen. Ist er tot? Keine Ahnung. Ich traue mich aber auch nicht nachzuschauen. Zur Überraschung der anderen ist es Russell O'Connor, der eher ängstliche, strebehafte Typ, der als erster wieder an Fassung gewinnt und langsam auf den leblosen Körper von Jerry Mills zugeht. Vorsichtig fasst er ihn an den Hals und dreht sich dann zu den anderen um. Ich kann keinen Puls spüren. Er ist tot. Oh nein! Wie kann das bloß sein? Der Zaun steht unter Strom? Robert, das ist dein Grundstück. Wieso ist da Strom drauf? Ich weiß es nicht, Matthew. Da darf eigentlich kein Strom fließen. Das muss James gewesen sein. Er ist doch vorher noch weggefahren. Wo sind denn eigentlich Veronica und Kate? Gabrielle ist als Erste aufgefallen, dass die beiden Frauen, Veronica Descher und Kate Morton, nicht anwesend sind. Kate war mit Jerry unterwegs. Sie müsste eigentlich bei ihm sein. Veronica ist vorhin nach dem Streit mit Rachel auf ihr Zimmer gegangen. Sie hat wohl nichts mitbekommen. Was ist mit mir? Und warum steht ihr alle hier draußen? Inzwischen hat sich Veronica Descher der Gruppe genähert. Von hinten tritt sie an sie heran und sieht daher noch nicht die Leiche von Jerry. Erst als sich alle zu ihr umdrehen, erkennt auch sie den leblosen Körper am Boden. Was ist passiert? Warum liegt Jerry auf dem Boden? Wir wissen es selbst nicht. Jerry war mit Kate hier draußen. Und wir haben nur seinen Schrei gehört. Aber Kate ist verschwunden. Und so wie es aussieht, steht der Zaun unter Strom und Jerry hat ihn berührt. Ist er tot? Als die jungen Männer und Frauen wieder ihre Fassung gefunden haben, wollen sie sofort den Notarzt und die Polizei alarmieren. Doch kein Handy hat Empfang. Sie scheinen in einem Funkloch zu stecken. Sofort laufen sie ins Haus, denn dort gibt es ein Telefon. Das ist doch nicht möglich. Was ist los, Steven? Die Leitung ist tot, Gabriel. Aber dann sind wir hier gefangen. Ich meine, wir sind abgeschnitten von der Außenwelt. Der Zaun ist unter Strom und wir können niemanden erreichen. Die ehemaligen Klassenkameraden haben sich im Kaminzimmer wieder zusammengesetzt. Gabrielle Parker und Stephen Carter haben sich auf das gleiche rote Ledersofa gesetzt. Sie halten fest ihre Hände. Auch die anderen haben erst einmal Platz genommen, um von dort aus zu bereden, wie sie weiter vorgehen sollen. Veronica Descher hat darauf geachtet, ja weit genug von Rachel Fuller wegzusetzen. Trotz des Todes ihres guten Freundes könnte sie es nicht ertragen, auch nur etwas näher zu der Frau zuzulassen, die ihr in ihren Augen den Freund ausgespannt hat. Aber wir kommen hier nicht raus. Das heißt, Kate muss auch noch irgendwo sein. Ja, wir müssen sie finden. Wenn sie den Tod von Jerry miterlebt hat, dann ist sie sicher völlig fertig. Nicht, dass sie sich was antut. Vielleicht weiß sie auch, was passiert ist. Da hast du recht, Rachel. Jerry war für Kate eine wichtige Person. Ich würde vorschlagen, wir teilen uns auf. Das Grundstück ist riesig, alleine der Garten. Und außerdem könnte Kate genauso gut im Haus sein. Dann würde ich gerne mit Gabrielle gehen. Gut, dann gehst du, Steven, zusammen mit Gabrielle in den hinteren Teil des Gartens. Ich würde dann mit Russell und Andy den vorderen Teil des Gartens übernehmen. Und ihr, Veronica, Rachel und Matthew, wartet hier und schaut euch im Haus um. Es kann auch sein, dass Kate jemanden zum Reden sucht und wieder hier reinkommt. Das könnt ihr vergessen. Mit dieser Hure bleibe ich nirgends. Jetzt hör auf. Unser Freund ist tot und eine Freundin verschwunden. Lass unseren albernen Streit doch wenigstens jetzt mal ruhen. Ich sehe trotzdem nicht ein, dass ich mit dir hier warte. Du hast mir Alex ausgespannt und ich soll mit dir Smalltalk halten? Rachel hat doch recht, Veronica. Das ist jetzt absolut nicht der Moment, um alten Streit weiterzuführen.
Und außerdem müsst ihr auch nicht reden. Es geht doch einfach nur darum, dass einer hier ist, wenn Kate vorbeikommt. Und ich bin doch auch noch dabei. Die Worte von Matthew Roderick scheinen Veronica Descher überzeugt zu haben. Zumindest hat sie Roberts Idee zugestimmt. Gabrielle Parker und Stephen Carter durchsuchen den hinteren Teil des Gartens, während Robert Bradshaw, Andy Nicholson und Russell O'Connor den vorderen Teil unter die Lupe nehmen. Matthew Roderick und die beiden Feindinnen Rachel und Veronica bleiben im Haus, um dort auf die verschwundene Kate zu warten. Matthew, Veronica und Rachel haben sich dazu entschieden, fürs Erste im Kaminzimmer zu warten. Sie alle haben Angst um Kate Morton. Keiner von ihnen weiß, dass sie längst tot ist. Sie vermuten, dass sie mit ansehen musste, wie ihr Freund Jerry gestorben ist und sich erst einmal zurückgezogen hat. Ich hoffe so sehr, dass es Kate gut geht. Das mit Jerry ist schrecklich. Wenn sie das mit ansehen musste, dann wird sie völlig fertig sein. Lass doch dein heuchlerisches Gerede. Das hast du schon in der Highschool gemacht. Die verständnisvolle und ach so liebe Rachel. Mit dieser Masche hast du mir auch Alex weggenommen. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Ich habe ihn dir nicht weggenommen. Ihr wart zu der Zeit gar nicht mehr zusammen. Und Alex hat sich nun mal in mich verliebt. Aber mich wundert inzwischen gar nicht mehr, dass er dich sitzen lassen hat. Ich fasse es nicht. Veronica Descher wird wütend. Sie springt auf und läuft mit geballter Faust auf Rachel Fuller zu. Im letzten Moment kann sie Matthew noch festhalten. Jetzt hört doch mal auf damit. Wir sind nicht mehr in der Schule, wir sind erwachsene Leute. Aber ihr benehmt euch wie pubertierende Girls. Könnt ihr nicht wenigstens jetzt mal damit aufhören? Du hast ja recht. Okay. Kann ich dann jetzt auf die Toilette gehen, ohne dass ich Angst haben muss, dass ihr euch gegenseitig die Köpfe einschlagt? Natürlich. Ja. Matthew Roderick steht auf und verlässt das Zimmer. Jetzt sitzen sie allein im Raum. Veronica Descher dreht sich weg von Rachel Fuller. Die Wut steigt in Veronica weiter an. Sie war sehr in Alex verliebt und kann es nicht hinnehmen, dass es Rachel war, die mit ihm glücklich wurde. Plötzlich hören die beiden ein Geräusch. Hast du das gehört? Kommt das nicht aus dem Keller? Jetzt komm schon, Veronica. Es geht um Kate. Das Geräusch gerade eben kam doch aus dem Keller. Wir sollten nachsehen. Vielleicht hat sie sich dort versteckt, weil sie total fertig ist. Ohne ein Wort steht Veronica Descher auf und geht Richtung Keller. Rachel folgt ihr augenverdrehend. Im selben Moment sind Gabrielle Parker und Stephen Carter bei den Rosenbeeten im hinteren Teil des Gartens angekommen. Kate! Kate! Kate, bist du hier irgendwo? Kate! Kate, sag doch was, wenn du hier bist. Ach, schau hier. Da ist ein großer Schuppen. Vielleicht hat sie sich dort versteckt. Schau du dort noch nach. Ich schaue derweil mal ins Haus, ob Kate dort wieder aufgetaucht ist. Auch im vorderen Teil des Gartens, bei Russell O'Connor, Robert Bradshaw und Andy Nicholson tut sich etwas. Auch diese drei sind nicht mehr zusammen. Nach einem Streit hat sich Russell gleich von den dreien abgespalten. Robert Bradshaw und auch Andy Nicholson haben sich noch einmal aufgeteilt, um so schneller nach Kate suchen zu können. Gabrielle Parker, Stephen Carter, Andy Nicholson, Russell O'Connor, Robert Bradshaw und auch Matthew Roderick sind nun alleine unterwegs. Nur Veronica Descher und Rachel Fuller sind noch gemeinsam unterwegs. Das Geräusch kam doch von hier unten, oder nicht? Rachel Fuller und Veronica Descher sind auf dem Weg in den Keller des großen Landhauses. Dort haben sie ein Geräusch gehört und wollen nun nachsehen, ob Kate sich dort unten versteckt hat. Kate, bist du da unten? Bitte, sag doch etwas. Sie legen einen Schalter um und nach wenigen Sekunden beginnen die Lampen anzugehen. Erst jetzt erkennen sie die Größe des untersten Geschosses. Viele einzelne leere Räume. Andere sind mit allem möglichen Kram und alten Möbeln vollgestellt. Die Mauern sind schon sehr alt und der Putz bröckelt ab. An den Wänden und Decken hängen große und verwebte Spinnennetze. Igitt! Sollen wir wirklich dort hineingehen? Kate ist bestimmt nicht... Ach, rede nicht mit mir, Rachel, verdammt nochmal! Wenn ich schon mit dir hier sein muss, dann sprich mich wenigstens nicht an. Es reicht mir mit dir. Hör halt auf, so zickig zu sein.
Inzwischen sind die beiden Frauen in dem ersten Raum angekommen. Es ist kaum etwas zu erkennen. Es befindet sich in dem ganzen Keller kein Fenster und das Licht flackert nur, sodass nicht alles zu erkennen ist. Plötzlich ist ein lautes Geräusch zu hören, als würde jemand gegen eine Kiste oder etwas Ähnliches stoßen. Kate, bist du das? Lass uns lieber wieder hochgehen. Doch Rachel hat inzwischen auch genug von Veronica. Deshalb reagiert sie mit Absicht nicht auf ihren Wunsch umzukehren und geht weiter hinein in den dunklen Keller. Um vor allem nicht bei ihr als Angsthase dazustehen, folgt Veronica Dasher Rachel Fuller. Da ist das Geräusch plötzlich wieder zu hören. Woher es genau kommt, können sie nicht sagen, aber es war eindeutig hinter ihnen. Schnell drehen sie sich um, doch sie können nichts und niemanden erkennen. Ich denke, wir sollten wirklich nach oben gehen. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Irgendetwas stimmt hier nicht. Kate hatte früher tierische Angst vor der Dunkelheit und würde niemals hier unten bleiben. Veronica scheint durch Rachels Worte sehr erleichtert zu sein. Die beiden Frauen gehen langsam auf die Treppe zu, die sie wieder nach oben führen soll. Doch plötzlich springt eine Gestalt im schwarzen Umhang aus dem Nebenraum heraus. Genau vor Veronica Dasher und Rachel Fuller. Oh mein Gott. Die Gestalt trägt eine gruselige Schweinemaske mit langen schwarzen Haaren. In der Hand hält sie eine große Spitzhacke. Wer sind Sie? Bist du das, Matthew? Die vermummte Gestalt antwortet nicht. Stattdessen ist der gleichmäßige und laute Atem zu hören. Die Gestalt fixiert die beiden mit festem Blick. Plötzlich reißt es die Spitzhacke in die Luft und läuft auf die beiden Frauen zu. Schnell packt Rachel Veronica am Arm und zieht diese weiter in den dunklen Keller, weg von der gruseligen Gestalt. Diese folgt den beiden Frauen, während sie bedrohlich die Spitzhacke in die Luft hebt. Wir müssen schneller laufen. Er kommt immer näher. Noch im selben Moment stolpert Veronica über eine am Boden stehende Kiste und fällt zu Boden. Nimm meine Hand, Veronica. Aber... Ungläubig schaut Veronica Rachel an. Obwohl sie ihr den ganzen Tag Gemeinheiten an den Kopf geworfen hatte, hilft ihr Rachel nun. Veronica zieht sich an ihr hoch und will gerade ein Danke herauspressen, da schlägt die Spitzhacke nur wenige Zentimeter über ihrem Kopf in die Mauer ein. Wäre sie nur ein kleines Stück weiter unten eingeschlagen, so hätte sie Veronica den Schädel zertrümmert. Die Gestalt steht nur wenige Zentimeter neben den Frauen. Oh mein Gott! Noch im selben Moment erlischt das flackernde Licht komplett und im gesamten Keller wird es stockdunkel. Veronica und Rachel sind immer noch im Keller. Als das Licht ausging, haben sie sich in einem Raum verschanzt, der mit vielen alten und verstaubten Möbeln vollgestellt ist. Schnell sind sie hinter einen Wandschrank geschlüpft. Als das Licht wieder angeht, ist zwar von der Gestalt nichts zu sehen, aber dumpfe, schwere Schritte nähern sich dem Raum. Oh nein, er kommt näher. Wer ist das bloß? Ich weiß es nicht, aber Spaß ist das sicher keiner. Nur ein paar Zentimeter weiter unten und die Spitzhacke hätte dich genau im Kopf getroffen. Meinst du etwa, er hat doch Kate getötet? Oder ist es vielleicht sogar Kate? Rede doch keinen Schwachsinn, Veronica. Wir wissen zwar nicht, wer unter dieser Maske steckt, aber Kate ist es sicher nicht. Sie hätte doch gar nicht die Kraft dazu, diese Hacke zu tragen. Meinst du denn, er würde uns wirklich töten? Ich weiß es nicht. Aber etwas stimmt hier ganz und gar nicht. Die Schritte werden immer lauter. Die Spitzhacke am Boden schleifend betritt die Gestalt schließlich den Raum. Ist hier? Er darf uns nicht hören. Rachel nimmt die inzwischen weinende Veronica in den Arm. Sie kauern sich in die letzte Ecke des Raums, hinter dem großen Schrank. Die Gestalt schaut sich in dem nur spärlich beleuchteten Raum um. Es ist totenstill. Nur das dumpfe Atmen der in einen schwarzen Umhang gehüllten Gestalt ist zu vernehmen. Rachel, ich hab Angst. Ich hab
auch, aber bitte sei jetzt leise. Die beiden Frauen drücken sich enger zusammen. Sie zittern am ganzen Körper. Plötzlich ist ein lauter Knall zu hören. Die Gestalt schlägt die Spitzhacke in die vielen Möbel, die in dem Raum verteilt stehen. Was nun geschieht, passiert plötzlich. Es geht an Rachel vorbei, als wäre sie in einem Film. Veronica springt auf und läuft aus dem sicheren Versteck. Sie rennt los und hat die Tür fast erreicht. Da dreht sich die Person um. Erschrocken bleibt Veronica stehen. Veronica, lauf! Die Gestalt holt aus und schlägt die Spitzhacke Veronica in den Brustkorb. Die junge Frau sinkt zu Boden. Nein! Die schwarze Gestalt zieht mit Wucht die Waffe aus dem Körper der Frau und schlägt ein weiteres Mal zu. Dieses Mal trifft sie Veronica genau am Hals, dabei erwischt sie die Halsschlagader. Das Blut spritzt in alle Richtungen. In flackerndes Lichtes muss Rachel mit ansehen, wie die Gestalt Veronica tötet. Im selben Moment erlischt das Licht ein zweites Mal. Als das Licht wieder anging, war der Killer verschwunden. Rachel Fuller saß allein in dem dunklen, kalten Keller. Vor ihr lag die Leiche ihrer Freundin Veronica. Auf ihre Hilfeschreie kamen schnell auch die anderen Mitschüler in den Keller gelaufen. Gabrielle Parker, Stephen Carter, Andy Nicholson, Matthew Roderick, Russell O'Connor und Robert Bradshaw. Der Schreck über den Tod von Veronica sitzt ihnen tief in den Gliedern. Die unter Schock stehende Rachel haben sie nach oben ins Kaminzimmer gebracht. Jetzt sag uns doch endlich, was los ist. Lass Rachel doch erstmal zur Ruhe kommen. Du siehst doch, dass sie völlig fertig ist. Ist schon in Ordnung. Es war so schrecklich. Rachel Fuller beginnt zu weinen. Sie ist sehr blass im Gesicht und ihr Körper zittert. Du musst auch nicht sofort erzählen, was los ist. Lass dir Zeit. Ja, das ist wirklich in Ordnung. Nein, es ist etwas Schreckliches passiert. Veronica und ich haben ein Geräusch aus dem Keller gehört und haben nachgeschaut, woher das kommt. Langsam. Und mit zitternder Stimme erzählt Rachel den anderen, was im Keller vorgefallen ist. Schockiert und erschrocken folgen sie den Worten der völlig verstörten Frau. Oh mein Gott, das ist ja schrecklich. Du willst doch nicht damit sagen, dass sich ein Killer hier im Haus befindet. Und er hatte wirklich eine Schweinemaske auf? Ja, Matthew, das sagte ich doch. Sie sah schrecklich aus, total furchtbar. Die Maske war knitterig und das Schwein hatte ein gruseliges Gesicht und dann die langen, schwarzen Haare. Ich würde sagen, du legst dich erst einmal hin, Rachel. Du musst dich beruhigen. Gabrielle, du bleibst am besten bei ihr. Wir anderen teilen uns auf. Wenn hier wirklich ein Killer ist, dann können wir nicht darauf warten, dass er uns findet. Wir müssen ihn finden. Aber Robert, warum denkst du denn, dass sich hier ein Killer versteckt hält? Wer sagt dir, dass es nicht einer von uns war? Weißt du eigentlich, was du da redest, Gabrielle? Das ist doch völlig krank. Oh, Matthew hat recht. Wieso denkst du, dass es einer von uns war? Überleg doch mal. Wir alle treffen nach so vielen Jahren wieder aufeinander und Streitigkeiten gab es genug. Außerdem waren wir doch alleine unterwegs. Keiner hat ein Alibi. Was ist, wenn der Killer einer von uns ist? Die Worte von Gabrielle Parker stoßen bei den anderen ehemaligen Klassenkameraden auf Unglaubwürdigkeit. Dennoch ist ihnen deutlich anzusehen, wie sie anfangen nachzudenken. Was ist, wenn Gabrielle wirklich recht hat? Gabrielle hat recht. Wir alle waren alleine unterwegs. Wer sagt uns denn, dass hier nicht irgendwer verrückt dreht? Ja, du warst es. Matthew Rodericks Satz durchbricht das Unbehagen der ehemaligen Klassenmitglieder. Du warst es. Während des Satzes zeigt er auf Russell O'Connor. Der zurückhaltende, strebehafte junge Mann schaut erschrocken auf, als er sieht, dass er ihn damit meint. Warum sollte ich sie umgebracht haben? Aber das ist doch ganz klar. Du bist ein Loser. Du bist neidisch auf uns alle. Du hattest noch nie eine Freundin. Du bist ein Langweiler. Ein Idiot. Und keine Frau interessiert sich für dich. Russell steigen Tränen in die Augen. Erschüttert verlässt er den Raum. War das jetzt wirklich nötig, Matthew? Weißt du eigentlich, wie gemein das war?
Er hat genug darunter zu leiden, dass er nicht der perfekte Typ ist. Aber überleg doch mal, Andy. Russell hätte ein Motiv. Und hat er sich nicht vorher im Garten von euch getrennt? Also mir reicht's. Ich lauf ihm nach. Andy verlässt daraufhin ebenfalls den Raum. Er möchte Russell beruhigen. Robert Bradshaw, der Veranstalter des Klassentreffens, hatte bisher nur erschrocken zugehört. Doch nun meldet auch er sich zu Wort. Matthew, du brauchst dich wirklich nicht so aufzuspielen. Wer sagt uns denn, dass nicht du der Mörder bist? Schließlich hast du Veronica und Rachel alleine im Raum zurückgelassen. Nein, das... Also das brauche ich mir nicht sagen zu lassen. Du hast sie doch nicht mehr alle. Und was ist nicht du, der die Veranstaltung hier geplant hat? Ja, du... Du willst uns alle umbringen. Auch Matthew Roderick verlässt den Raum. Damit hatte er nicht gerechnet, dass er jetzt als Mörder hingestellt wird. Robert Bradshaw scheint es offensichtlich leid zu tun, denn auch er verlässt kurze Zeit später das Kaminzimmer. Es tut mir leid, Matthew. Komm zurück, wir sollten zusammenbleiben. Inzwischen ist es Mitternacht geworden. Die alte Wanduhr im Kaminzimmer schlägt 12 Mal. Russell O'Connor, Robert Bradshaw, Andy Nicholson und Matthew Roderick haben nach den Verdächtigungen und dem Streit den Raum verlassen. Obwohl es draußen inzwischen stockdunkel ist, haben nur die wenigsten von ihnen eine Taschenlampe mit nach draußen genommen. Seitdem ist fast eine Viertelstunde vergangen. Rachel Fuller ist inzwischen auf der Couch eingeschlafen. Sie musste den brutalen Mord an Veronica Dasher mit ansehen und ist völlig fertig. Auf dem Sofa bei ihr sitzen Gabrielle Parker und Stephen Carter. Die beiden haben sich aus den vielen Vorwürfen der anderen herausgehalten. Meinst du denn auch, dass es einer von uns war? Ich weiß es nicht, aber ausschließen möchte ich es nicht. So ungern ich es sage, aber Matthew hat vielleicht recht. Was, wenn es wirklich Russell war? Wir sollten aber jetzt die Verdächtigungen lassen. Vielleicht war es der Butler. Wir wissen überhaupt nichts. Außer, dass Veronica tot ist und Kate vielleicht auch. Stephen Carter umarmt Gabrielle Parker. Zärtlich nimmt er sie in den Arm und streichelt ihr durch ihre langen, blonden Haare. Trotz allem bin ich so froh, dass wir hier sind. Wir beide. Du hast mir schon in der Schulzeit so viel bedeutet. Ich weiß. Du warst der Einzige, der zu mir gehalten hat. Für dich zählen die inneren Werte. Es geht dir nicht um das Aussehen. Für mich warst du immer sehr hübsch. Und jetzt natürlich erst recht. Du bist eine wundervolle junge Frau. Und ich glaube, ich bin gerade auf dem Weg, mich in dich zu verlieben. Gabrielle schaut Stephen tief in die Augen. Sie will etwas sagen, weiß aber nicht so recht, was sie darauf erwidern soll. Stephen hat ihr schon immer so viel bedeutet. Wie oft hat sie sich gewünscht, dass er ihre Gefühle auf dieselbe Art erwidern würde. Sie will gerade etwas antworten, da ist plötzlich vor dem Haus ein lautes Knacksen zu hören. Gabrielle, bleib du bei Rachel, sie braucht dich jetzt. Ich schaue nach, was das war. Gabrielle Parker hat sich zu der schlafenden Rachel Fuller gelegt, bis sie schließlich auch die Augen zufallen. Die anderen Klassenmitglieder, Andy Nicholson, Russell O'Connor, Matthew Roderick, Robert Bradshaw und Stephen Carter sind derweilen alle allein in der Dunkelheit des Grundstückes unterwegs. Nach dem großen Streit haben sie sich getrennt. Andy Nicholson läuft Russell O'Connor nach. Er möchte sich für die gemeinen Anschuldigungen von Matthew entschuldigen. Nach langem Suchen entdeckt er ihn schließlich auf einer Bank im Rosengarten. Er kann nur wenig erkennen. Es ist stockdunkel und er hat keine Taschenlampe dabei. Russell, was gerade vorgefallen ist, tut mir wirklich sehr leid. Ich weiß, dass du zu so einer schrecklichen Tat niemals in der Lage wärst. Doch Russell reagiert gar nicht auf Andys Worte. Er bleibt still auf der Bank sitzen und lässt ihm den Rücken zugekehrt. Ach, komm schon, Russell. Sei doch bitte nicht eingeschnappt. Du musst die anderen doch auch verstehen. Der Tod von Veronica war ein großer Schock für uns alle. Ist doch verständlich, dass da Anschuldigungen kommen.
Wieder kommt keine Reaktion. Also tritt Andy von hinten weiter an Russell heran und legt ihm die Hand auf die Schulter. Oh, komm mit nach drin. Hier läuft irgendwo ein Killer herum und es ist gefährlich, so allein in der Dunkelheit zu sitzen. Schon beim Berühren von Russells Schulter hat Andy gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Russell fällt von der Bank direkt auf den harten Rasen. Erst jetzt bemerkt Andy, dass eine Gartenschere tief in Russells Auge gebohrt ist. Erschrocken weicht er zurück, doch er bekommt den Blick nicht von Russell los. Das schmerzverzerrte Gesicht und der starre, leere Blick. Aus dem zerstochenen Auge läuft eine rote, eitrige Flüssigkeit. Au! Urplötzlich trifft ein großer Steinbrocken den Afrikaner Andy Nicholson an der Schulter. Mit Schmerzen geht der junge Mann zu Boden. Auf dem Baum über sich erkennt er eine schwarze Gestalt. Das Gesicht bedeckt mit einer blutigen Schweinemaske. Schnell rafft sich Andy wieder auf und beginnt, so gut es ihm möglich ist, loszulaufen. Hilfe! Wieso hilft mir niemand? Der Afrikaner läuft weiter, doch die vermummte Gestalt, die inzwischen vom Baum gesprungen ist, ist ihm dicht auf den Fersen. In der Hand eine große Axt. Lasst mich in Ruhe! Was wollen Sie von mir? Immer wieder dreht sich Andy um. Er läuft so schnell er kann. Die Umgebung ist dunkel. Er kann kaum etwas erkennen, wo er hinläuft. Aber was er erkennt, ist, dass die Gestalt näher kommt. Vorbei an bepflanzten Blumenbeeten und verwachsenen dornigen Sträuchern. Endlich erkennt Andy den Eingang zum Landhaus. Er hat die Haustür erreicht. Schnell greift er nach der Türklinke. Au! Die Gestalt hat die Axt mit aller Kraft geschwungen und in die Richtung des Afrikaners geworfen. Das schwere Gerät trifft Andy genau zwischen den Schulterblättern und bohrt sich mit einem ekelhaften Knacksen tief in seine Wirbelsäule. Ein stechender, grauenvoller Schmerz durchdringt Andy, der zu Boden geht. Langsam nähert sich die Gestalt im schwarzen Umhang, tritt mit festen Schuhen auf den reglosen Körper von Andy und zieht die Axt heraus. An der scharfen Schneide klebt eine Menge Blut und Teile des Rückenmarks. Rachel Fuller und Gabrielle Parker schlafen auf dem Sofa im Kaminzimmer. Mit brennenden Augen wacht Gabrielle auf. Sie hat geweint, wodurch ihre Augenlider verklebt sind. Zunächst hofft sie, dass alles nur ein böser Traum war. Doch als sie die schlafende Rachel neben sich entdeckt, wird ihr diese Hoffnung genommen. Langsam steht sie auf und geht in die Küche. Gabrielle Parker knipst das Licht an und schaut sich in dem Zimmer um. Wie wunderschön die Küche doch ist. Eine große Arbeitsfläche mit schwarzen Kacheln. Ein Gasherd mit 6 Kochstellen. Sie beginnt damit, die einzelnen Schubladen durchzuschauen. Hier muss doch irgendwo eine Teekanne sein. Gabrielle möchte für Rachel und sich eine Tasse Tee machen. Das braucht sie jetzt. Ihr ist kalt und sie merkt, wie sehr sie zittert. Doch egal, welche Schublade oder Schranktür sie öffnet, eine Kanne findet sie nicht. Also nimmt sie schließlich einen großen Topf und füllt ihn mit Wasser. Sie stellt ihn auf die Kochstelle und entzündet das Gas zu einer blauen Flamme. Jetzt muss ich nur noch den Tee finden. Sie schiebt vorsichtig einen Vorhang beiseite und findet sich gleich in einer kleinen Vorratskammer wieder. Auf den Regalen befinden sich alle möglichen Zutaten, Zucker, Mehl, getrocknete Früchte, Dosenobst, Konserven, auch einige Töpfe und Pfannen. Auf dem zweiten Regal entdeckt sie schließlich auch den Tee. Sie entscheidet sich für Pfefferminztee und nimmt eine Packung heraus. Aha, da ist er ja. Gabrielle hat sich mehrere Teebeutel genommen und umgedreht. Da sah sie die Gestalt. Urplötzlich stand sie vor ihr, gehüllt in einen schwarzen Umhang und auf dem Gesicht eine blutige Schweinemaske mit schwarzen Haaren. Der Killer hält ein großes Küchenmesser in der Hand. Wer bist du und was willst du? Warum hast du Veronica das angetan? Was ist los? Gabrielle geht einige Schritte zurück und nimmt eine große Pfanne aus dem Regal. Sie holt aus und schlägt sie der vermummten Gestalt über den Kopf. Diese wird hart getroffen und weicht erschrocken zurück. Gabrielle nutzt ihre Chance und läuft an der Person vorbei.
Gabrielle reißt die Tür auf und steht schließlich im großen Flur. Entweder sie läuft nach draußen in die Dunkelheit oder rennt ins Obergeschoss. Plötzlich taucht die Gestalt wieder hinter ihr auf. Erschrocken entscheidet sich Gabrielle für das Obergeschoss und stürmt die Treppe hoch. Die vermummte Person ist ihr dicht auf den Fersen und hält das Messer gefährlich ausgestreckt. Nein! Lass mich in Ruhe! Im ersten Stock ist es dunkel. Auf die Schnelle kann sie auch den Lichtschalter nicht finden. Also läuft sie mit den Händen zum Tasten ausgestreckt weiter ins Dunkel. Sie läuft den Gang entlang, traut sich nicht, links oder rechts durch eine Tür zu laufen, weil sie nicht weiß, ob ein Schlüssel zum Abschließen steckt. Also läuft sie weiter, doch die Gestalt kommt ihr immer näher. Hinter sich kann sie schon den dumpfen Atem hören und auch spüren. Oh nein! Gabrielle ist am Ende des Flurs angekommen. Jetzt muss sie auf die letzte Tür hoffen. Bitte lass einen Schlüssel in der Tür stecken. Sie betet zu Gott. Dieser Raum ist ihre letzte Chance. Sie reißt die Tür auf. Der Raum ist sehr klein und nur eine Abstellkammer. Außer einem kleinen Fenster und vielen herumstehenden Kleinkram befindet sich nichts darin. Der Killer steht in der Tür, direkt vor Gabrielle. Jetzt gibt es kein Vor und Zurück mehr. Sie ist gefangen. Die Gestalt geht langsam mit dem Messer auf sie zu. Du kriegst mich nicht! Gabrielle nimmt Anlauf und springt durch das geschlossene Fenster. Die Scheibe zerspringt in viele kleine Teile, die Gabrielle ihre zarte Haut aufschlitzen. Sie fällt 10 Meter in die Tiefe und schlägt dann hart auf dem Boden auf. Bewusstlos bleibt sie auf dem Kies liegen. Über ihr schaut die Gestalt mit der Schweinemaske zufrieden aus dem Fenster. Inzwischen ist Rachel Fuller, die bisher auf der Couch geschlafen hat, aufgewacht. Ängstlich schaut sie sich um. Wo seid ihr denn alle? Doch niemand ist zu sehen. Nach dem Tod von Veronica hätte sie sich jetzt jemanden zum Reden gewünscht. Sie steht auf, doch sofort wird ihr schwindelig. Sie muss sich erst einmal setzen, um dann aufzustehen. Aus der Küche hört sie ein Sprudeln. Hallo, ist da wer? Langsam betritt sie die Küche. Auf einer eingeschalteten Gasplatte steht ein Topf mit kochendem Wasser. Es scheint schon länger zu kochen, da schon etliches von dem heißen Wasser auf den Boden gespritzt ist. Rachel nähert sich dem Herd und will das Gas ausschalten. Da hört sie hinter sich ein Geräusch. Ah, nein! Mit einem festen Griff drückt die Gestalt im schwarzen Umhang den Kopf der jungen Rachel Fuller in den Topf. Ihr Gesicht wird in das kochende Wasser gedrückt. Mit aller Kraft versucht sich Rachel aus dem Griff zu lösen. Unerträgliche Schmerzen durchlaufen ihren Körper. Sie beginnt zu zittern. Ihr ganzer Körper vibriert unter den schlimmen Schmerzen. Dabei spritzt auch etwas des heißen Wassers auf den Killer. Sofort lässt er Rachel los. Sofort zieht Rachel ihren Kopf aus dem Topf und fällt zu Boden. Ihr Gesicht ist völlig verunstaltet. Es ist übersät mit schlimmen Verbrennungen. An einigen Stellen fehlt komplett die Haut. Sie hat sich auf ihrer kompletten linken Wange abgelöst. Das Lid ihres Auges ist so zusammengeschrumpelt, dass das Auge halb heraushängt. Das Auge selbst sieht aus wie gekocht, es hat eine komplett weiße Farbe angenommen. Die Haut der rechten Wange hat genauso wie auch die Stirn Blasen geworfen, die aufgeplatzt sind. Vor Schmerzen krümmend liegt Rachel am Boden, sie hält es nicht mehr aus. Der Killer nimmt ein großes Brotmesser aus dem Regal. Mit Wucht rammt die Gestalt des Rachel durch den Hals. Sofort spritzt eine Menge Blut heraus. Wenige Sekunden später liegt sie regungslos am Boden. Rachel? Gabrielle? Stephen? Matthew? Wo seid ihr? Robert Bradshaw hat das Haus betreten. Sofort ruft er nach seinen ehemaligen Klassenkameraden. Der Killer läuft schnell nach draußen. Langsam wacht Gabrielle Parker auf. Nachdem sie auf der Flucht vor dem Killer aus dem Fenster gesprungen war, lag sie bewusstlos auf dem Kiesweg des Landhauses.
Es ist immer noch stockdunkel. Doch auch so kann Gabrielle nichts erkennen, ihr ist immer noch schwarz vor Augen. Sie fasst sich an die Stirn, es schmerzt und sie spürt sofort eine stark blutende Platzwunde. Au! Oh. Gabrielle reibt sich die Augen und bemüht sich aufzustehen. Sie schaut sich um. Es ist niemand zu sehen, ihre Freunde nicht, aber zum Glück auch nicht der Killer. Sie nimmt einen großen Stock, der neben ihr auf dem Boden liegt, und stützt sich darauf auf. Vorsichtig geht sie Schritt für Schritt Richtung Haustür des Landhauses. Es ist totenstill. Nicht mal das Zwitschern eines Vogels ist zu hören. Gabrielle geht vorbei an vielen unterschiedlichen Sträuchern und Büschen. Sie geht extra nah an das Dickicht gedrückt, um nicht eventuell vom Killer gesehen zu werden. Immer wieder tropft ihr das Blut aus der Wunde ins Gesicht. Mit einer schnellen Handbewegung wischt sie es sich heraus. Ich habe nicht die letzten Jahre so viel an mir gearbeitet, habe nicht so viel gelitten für einen tollen Körper und ein gutes Aussehen, um jetzt von einem Verrückten aufgeschlitzt zu werden. Mit diesen Worten macht sich die junge Frau selbst Mut. Im selben Moment ist sie auch an der Haustür angekommen und drückt die Türklinke. Auf dem Stock abstützend kommt sie ins Kaminzimmer. Dort sitzen Robert Bradshaw und Matthew Roderick schweigend auf der Couch. Sie sind blass, schauen sie aber sofort an. Gabrielle, du blutest ja. Was ist denn passiert? Aber setz dich erstmal. Sofort hilft ihr Robert auf die Couch und reicht ihr einen Verband. Es war so schrecklich. Ich wurde verfolgt. Er wollte mich töten. Du hast den Killer gesehen? Ja, er hat eine große schwarze Kutte an. Und das Schlimmste ist, er trägt eine schreckliche Schweinemaske. Eine Schweinemaske? Ja, sie ist voller Blut. Und an ihr hängen lange, schwarze, zerzauste Haare. Ich hatte so eine Angst. Ich bin ihm aber gerade noch entkommen. Also konntest du nicht erkennen, wer dahinter steckt? Nein, dafür war es viel zu dunkel. Aber sag mal, wo sind die anderen? Wo sind Rachel, Andy, Russell, Steven? Habt ihr sie gesehen? Das ist so schrecklich. Gabrielle, du musst jetzt sehr stark sein. Sie sind alle tot. Sofort steigen Gabrielle Tränen in die Augen. Sie wird blass. Sie möchte etwas sagen, scheint es aber nicht herauszubringen. Dann beginnt sie zu weinen. Ist Steven... Ist er auch tot? Es tut mir so leid, aber... Aber, ja, er ist auch tot. Ich möchte ihn sehen. Ich weiß nicht, ob das eine so gute Idee... Ich muss ihn einfach nochmal sehen. Okay, er liegt im Badezimmer. Die beiden jungen Männer, Robert Bradshaw und Matthew Roderick, stützen Gabrielle und führen sie in das Badezimmer. Schon beim Betreten des Zimmers bricht Gabrielle fast zusammen. Sie kniet sich neben den leblosen Körper von Steven Carter. Lass mich bitte allein mit ihm. Die beiden Männer verlassen das Zimmer wieder und verschließen die Tür. Gabrielle Parker setzt sich neben Steven. Seine Brust ist durch ein langes Messer durchbohrt. Der Boden ist voller Blut. Ach Mann, hat mir das nur angetan. Ich habe dich so geliebt. Wie sehr hätte ich mir eine Zukunft mit dir gewünscht. Du bist mein Ein und Alles. Ich brauche dich doch. Ich brauche dich. Steven! Robert Bradshaw und Matthew Roderick haben sich wieder auf das Sofa im Kaminzimmer gesetzt. Das kann so nicht mehr weitergehen. Irgendwo hier steckt ein Killer. Sieben von uns sind schon tot. Und wenn wir nichts unternehmen, werden wir bestimmt die Nächsten sein. Ja, du hast recht, Robert, aber... Ich meine... Was sollen wir tun? Wir sind hier gefangen. Der einzige Ausgang ist unter Strom, unsere Handys funktionieren nicht und... Ja, hier im Haus gibt's auch kein funktionierendes Telefon. Es gibt nicht nur das eine Telefon hier. Es muss mindestens noch ein zweites geben. Das weiß ich, weil unser Butler früher immer noch aus einem anderen Raum mit uns am Haupttelefon gesprochen hat. Aber wo es genau steckt, weiß ich nicht. Apropos Butler, wo steckt der überhaupt? Robert, dein Butler ist schon nach dem Abendessen gegangen, oder? Er wollte aber dann bald wieder da sein. Und jetzt ist es bald schon morgen. Er ist immer noch nicht hier. Meinst du,
Er ist vielleicht der Killer? Ich weiß es nicht. Aber was für ein Motiv sollte er haben? Er arbeitet ja eigentlich gar nicht mehr hier. Das Haus steht ja meistens leer. Ich habe ihn nur gefragt, ob er an diesem Abend für uns kochen könnte. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Aber seltsam ist es schon. Was, wenn er völlig verrückt ist? Oder meinst du, er ist auch tot? Ich weiß es nicht, Matthew. Ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll. Ich habe dieses Treffen organisiert, weil ich uns ein schönes Wochenende schaffen wollte. Ich habe mir gedacht, wir sehen uns nach so langer Zeit, haben uns viel zu erzählen und können eine Menge Spaß haben. Ich hätte ja nicht wissen können, dass es so endet. Ja, das konntest du wirklich nicht. Mach dir bitte keine Vorwürfe. Gabrielle Parker kommt wieder ins Kaminzimmer. Ich habe mich von Steven verabschiedet. Es ist so schrecklich. Ich habe mich in ihn verliebt. Wir hätten vielleicht eine Zukunft zusammen gehabt. Robert nimmt Gabrielle in den Arm. Also, Robert meinte, dass es hier im Haus noch ein anderes Telefon gibt. Am besten rüstet sich jeder mit einem Messer aus und sucht dann in einem anderen Raum. Meinst du wirklich, eine weitere Trennung ist gut? Es ist wichtig, dass wir jetzt ein Telefon finden. Du brauchst einen Arzt und wir müssen die Polizei alarmieren. Mit einem Messer kann nichts passieren. Aber du, Gabrielle, wartest hier besser. Während Gabrielle Parker auf dem Sofa im Kaminzimmer sitzt, haben sich Matthew Roderick und Robert Bradshaw auf die Suche nach einem funktionierenden Telefon gemacht. Inzwischen sind fast 15 Minuten vergangen. Plötzlich kommt Matthew ins Wohnzimmer gelaufen. Ich habe ein funktionierendes Telefon gefunden. Wirklich? Ja, es steht im ersten Stock im Schlafzimmer. Holen wir Robert und dann sollten wir die Polizei rufen. Weißt du denn, wo Robert steckt? Also, bevor wir uns getrennt haben, meinte er, er schaut sich den hinteren Teil des Obergeschosses an. Also müsste er dort sein. Die beiden machen sich in das Obergeschoss auf. Sie durchsuchen jedes einzelne Zimmer, bis sie durch den langen Gang zum hinteren Teil, in dem das letzte Zimmer liegt, kommen. Gabrielle betritt vor Matthew den Raum. Mein Gott! Nicht Robert auch noch! Was meinst du damit? Gebannt starren die beiden auf den an der Wand stehenden Robert. Er hat einen schrecklichen Ausdruck im Gesicht. Seine Augen sind weit aufgerissen. Seine Arme hängen schlaff von seinem Körper herunter. Das Blut tropft zu Boden und bildet dort eine Lache. In seinem Oberkörper steckt ein Messer, das sich wohl bis in die Holzwand hinter Roberts leblosen Körper gebohrt hat. Das ist einfach schrecklich. Jetzt sind nur noch wir beide übrig. Wir müssen sehen, dass wir so schnell wie möglich hier wegkommen. Jetzt sind es nur noch wir beide. Aber du hast recht. Wir müssen hier raus. Gabrielle Parker nimmt Matthew Rodericks Hand und will mit ihm nach draußen gehen. Da zuckt sie plötzlich zurück. Es ist deutlich zu erkennen, wie Gabrielle zu überlegen beginnt. Sie geht langsam einige Schritte zurück. Du warst es, nicht wahr? Du hast sie alle umgebracht. Gabrielle, was redest du denn da? Du hast eine Wunde am Kopf. Ich habe dem Killer eine Pfanne über den Kopf gehauen. Genau da an der Stelle. Da habe ich ihn getroffen. Woher hast du die Verletzung? Ja, das ist beim Durchsuchen von den Zimmern passiert. Ich habe mich an der Tür gestoßen. Gabrielle geht langsam zurück und fummelt nervös hinter ihrem Rücken nach einem greifbaren Gegenstand, der ihr das Leben retten könnte. Du Schwein, du kriegst mich nicht auch noch. Gabrielle berührt mit ihrer Hand einen Kerzenständer. Sie packt ihn und rennt auf Matthew zu. Ich hab nichts getan! Du bist wahnsinnig! Weiter kommt Matthew nicht. Gabrielle zieht ihm den Kerzenständer über den Kopf und trifft ihn direkt an der Schläfe. Mit einer großen Platzwunde sackt Matthew zu Boden. Gabrielle beginnt zu weinen. Nun ist sie allein. Ganz allein in dem Zimmer. Klasse. Wirklich ganz groß. Mein Gott, Steven!
Ich dachte, du bist tot. Aus einer dunklen Ecke des Raums tritt plötzlich der totgeglaubte Stephen Carter hervor. Aber du musst tot sein. Ich hatte dich doch mit einem Messer im Badezimmer liegen sehen. Matthew hat dich getötet. Der liebe Matthew. Nicht einem Menschen hier in diesem Landhaus hat er je ein Haar gekrümmt. Aber... Ja, genau. Es hat alles genau so funktioniert, wie es sollte. Sie haben mir alle Unrecht getan. Keiner hat an mich geglaubt. Stephen, was redest du da? Was hast du nur getan? Ein Traum war es, ein großer Schauspieler zu werden, aber... Aber was bekam ich in der Schauspielschule zu hören? Sie haben mich rausgeschmissen. Ich sei zu schlecht, aber kein Talent. Meine Art zu spielen sei unglaubwürdig und man würde mir nichts abnehmen. Aber denen hab ich es gezeigt. Ich hab alle hier umgebracht und jeder hat mir den trauernden Freund abgenommen. Und sogar meinen eigenen Tod mit einem Schauspielmesser und künstlichem Blut habt ihr mir abgenommen. Du bist verrückt! Du hast alle deine Freunde umgebracht, nur um hier irgendwem dein Talent zu zeigen? Weißt du eigentlich, wie verletzend das ist? Mein Traum ist es, erfolgreich zu sein, auf den Leinwänden gesehen zu werden. Die haben mir alles kaputt gemacht. Schon im Kindesalter wurde mir gesagt, wie schlecht ich sei, dass ich nicht zu gebrauchen sei. Mein Vater hat mich geschlagen, wenn er besoffen war. Jetzt kommen diese Typen von der Schauspielschule und meinen, sie brauchen mich auch noch schlecht zu machen. Ihr habt bewiesen, dass ich es drauf habe. Du bist wahnsinnig. Ich rufe die Polizei. Oh nein, du wirst gar nichts. Jeder Film verdient ein richtiges Ende. Ich werde das zu Ende bringen, was ich angefangen habe. Erst jetzt sieht die verängstigte Gabrielle, dass Stephen ein langes Messer in der Hand hält. Er geht auf sie zu und drängt sie an die Wand zurück. Du bedeutest mir wirklich viel, Gabrielle. Denn ohne dich könnte ich mein Schauspiel nicht zu Ende bringen. Stephen setzt sein Messer an Gabrielles Pulsadern und schneidet sie mit einem schnellen Zug durch. Mehrere Polizeiwagen kommen auf dem Gelände des Anwesens zum Stehen. Einige Männer in Polizeiuniformen steigen aus und betreten das Landhaus. Dort finden sie Stephen auf dem Sofa sitzend. Neben ihm drei Ärzte. Einer der Ärzte stellt sich als Psychologe vor. Guten Tag, Herr Inspektor. Mein Name ist Gregory Smith und ich bin Psychologe. Stephen Carter steht unter Schock, weshalb Sie ihn nicht gleich vernehmen können. Ich möchte sofort eine Aussage machen. Gabrielle... Sie hat alle umgebracht. Sie ist völlig ausgerastet und hat sich im Anschluss die Pulsadern durchgeschnitten. Das war schrecklich. Ich konnte ihr gerade noch entkommen, Herr Inspektor. Sie hat jeden hier umgebracht. Sie hörten Bloody Weekend, ein Hörspiel von Daniel Abentum und Florian Lichtenstern, erschienen bei Soundtales Productions 2010. Schnitt Sebastian Becker, Soundeffekte
Sebastian Becker und freesound.org. Soundtrack: Manuel Störmer, Hartmut Breuer und Markus Müller. Sonstige Musik von jamendo.com. Cover Artwork und Design: Herbert Ahnen. Logo: Florian Lichtenstern. Die Sprecher: Erzähler: Herbert Ahnen. Gabrielle: Tabitha Hammer. Veronika: Frauke Hemmelmann. Steven: Maximilian Weigel. Matthew: Sebastian Becker. Robert: Ron Salat. Jerry: Thorsten Pauband. Rachel: Anja Giesler. Andy: Niklas Holtrup. Kate: Stefanie Puke. Vanessa: Sabine Graf. Russell: Philipp Gorges. Alex: Nick van Lugaru. James der Butler: Peter Rittinger. Psychiater: Sascha Kiss. Intro und Outro: Robert Kehrig.